Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dem neuen Projekt Let's Play Risen 3. Wir haben hier Skavenger. Die Skavenger, die werden jetzt mit unserem Schwert geschwängert. Was? Nein, um Gottes Willen. Obwohl, wenn die sich so hinlegen wie die Krabben vorhin, dann könnte das gut sein. Wir sind auf der Krabbeninsel angekommen. Da habe ich wohl gerade Patty erwischt, aber ich glaube, es gibt keinen Friendly Fire. Nö. Sie ist wahrscheinlich selbst ein Geist. Wo ist denn der hin? Ach, ich stehe gerade auf dem. Ach so. Ja, das passiert mir leider öfter. Sieh mal. Dort drüben scheint etwas zu sein. Ja. Was denn? Wasser. Sieht fast so aus, als läge dort ein toter Pirat. Wie ich mir schon dachte. Wir sind nicht die Einzigen, die den alten Tempel suchen. Du solltest besser mal nachsehen. Vielleicht hat er etwas Nützliches bei sich. Wettlauf gegen einen Unbekannten? Na, das hört sich ja grandios an. Und genau deswegen sind wir hier. Wir wollen, den Tempel, diesen alten Tempel untersuchen. Warum, weiß ich jetzt nicht. Logbuch öffnen, um eine Quest zu markieren. Schatz eines toten Piraten? Ja, okay, der hat einen Schatz dabei, warum auch nicht. Markiere eine Quest auf deiner Karte, indem du sie auswählst und danach auf der Karte markieren wählst. Gerne, muss ich erstmal die Karte anschauen, oder? Schatz eines toten Piraten. Ein toter Pirat an der Krabbenküste hat eine Schatzkarte dabei. Ach so, wurde da aber gerade nicht angezeigt, oder? Darauf ist eine bestimmte Stelle hier an der Krabbenküste eingezeichnet. Ich möchte wetten, dort hat er seine Habseligkeiten verbuddelt, kurz bevor sie ihn erwischt haben. Auf meiner Karte kann ich den Fund des Schatzes sehen. Und hier die Hauptquest. Wettlauf gegen einen Unbekannten. Oder jedenfalls... Ne, ist nicht die Hauptquest, aber im Zuge der Hauptquest, die sind synergetisch zusammen in der Datenbank verlinkt. Wettlauf gegen einen Unbekannten. Mist. Jemand ist schon vor uns auf der Krabbenküste angekommen und versucht ebenfalls den großen Schatz zu heben. Wir müssen uns beeilen, wenn wir nicht so spät kommen wollen und schon alles weg ist, bevor wir den Schatz erreichen. Ja, das müssen wir. Warum wir auf Schatzsuche sind, würde ich gerne wissen. Patty hielt mir diese merkwürdige Schatzkarte hin mit den Worten: Lass uns den legendären Schatz im alten Tempel der Krabbenküste heben. Tja, was hatte ich da schon für eine Wahl? Ach gut, einfach so Schatzsuche, warum auch nicht? Der alte Tempel. Ich muss einen Weg in den alten Tempel finden, um die Zugbrücke auszufahren. Woher weiß er jetzt von der Zugbrücke? Paddys Schatzkarte spricht von einem alten Tempel der Eingeborenen der Krabbenküste. Irgendwo dort drinnen soll der große Schatz der Krabbenküste zu finden sein. Ich würde aber gerne den Schatz markieren. Laufende alle Crew. Aha. Seekarte. Ich Questziel. Erstmal rauszoomen. Wo bin ich denn? Hier. Und ich komme von hier, oder? Ja, das ist dann da oben, wo dieser eine Totenschädel darunter gebrasselt ist, oder? Na gut, zurück zum Schiff. Nö. Ich will... Ein Teil der Südsee? Ah, okay. Verstehe. Ah, der Kerl hatte eine Schatzkarte dabei. Das hat... Schau doch mal auf der Karte nach, wo er seinen Kram verbuddelt hat. Das habe ich doch gerade schon. Er ist noch nicht lange da. Ich möchte wetten, sein Schatz ist hier irgendwo im Dschungel. Ich gehe davon aus, dass ich schon sehr bald, sehr oft irgendwelche Sachen übersehen werde, weil ich zum einen die Schrift nicht gescheit erkenne, weil die irgendwie so klein ist. Oder... Boah, Alter, der Stein, der scheiß Stein, geh da weg! Fucking Alligator! Ich kann doch noch kein Krokodil! Oder den Ali, der macht doch hier tolle Vlogs. Ja... Patty hält die Aggro. Weg, 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 weg. Und schießen. Ich glaube, ich habe nicht getroffen. Jetzt schießen. Und aufladen. Und... Boah. Das sieht echt schmerzhaft aus. Alter. Mensch. Da rede ich gerade davon, wie ich Sachen nicht erkenne, weil zum einen die Schrift so klein ist und ich oben links in der Ecke... Das Reden. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind.
Wir müssen dem Weg rauf in den Dschungel weiter folgen. Ja. Jetzt lass mich noch erstmal hier. Geht's hinter dem Wasserfall noch irgendwo hin? Nö. Ich sehe da nicht mal was. Geh da mal raus, bitte. Danke. Das Reden, Aufnehmen da oben, das ist so schwer zu erkennen. Vor allem ist es hier immer so hell und so weiter. Das heißt, bitte nicht wundern und vor allem nicht gleich irgendeinen Kommentar schreiben, wenn ich mal irgendwas übersehe. Oder so die kleinen Goldmünzen zum Beispiel, hatte ich gar nicht gesehen. Hatte ich nur gesehen, dass er oben links irgendwie Aufnehmen oder so hängt. Im Bild, in der Hut. Außerdem, was ich ganz kurz noch sagen wollte, was ich aber gleich noch machen kann. Was war das? Mir war so, als wenn dort gerade noch... Na, den Herrn, den haben wir ja schon mal getroffen. Der träumt von dem. Und es kann gut sein, dass wir den in Risen 2 schon mal getroffen hatten. Allerdings ist es schon so lange her, dass ich das nicht genau weiß. Sei vorsichtig. Dieser Fleischfresser sieht gefährlich aus. Erledige den gefährlichen Fleischfresser. Na gut, was ich sagen wollte... Ich habe versucht, das Spiel bei Steam zu aktivieren. Oh, Alter, ich habe den Alligator gerade besiegt. Da werde ich mit dem Fleischfresser doch wohl mit meinem ganzen Leben, das ich habe, klarkommen. Bei Steam zu aktivieren, für die Achievements und so weiter. Einfach, weil das... Produkt ja bei Steam dabei ist, aber ich habe auf der Packung von Amazon, auf der Rechnung und auf der Spielepackung, auf der CDs, Handbuch und so weiter, keinerlei Dinger gefunden, keinerlei Produktschlüssel oder sowas, was ich dann da eintragen kann. Boah, das ist ja eklig. Das Biest hat ihn schon angeknabbert. Du musst doch immer alles anfassen, Brüderchen. Da hast du recht, Patty. Ja, komm her. Muss anfassen, oh. Ein kleiner Tempel. Was wohl passiert, wenn man an den Hebel da drüben zieht? Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Zieh den Hebel. Ja, später. Ich habe versucht, das Spiel bei Steam zu aktivieren, habe aber keinerlei Produktschlüssel oder sowas gefunden. Und es hat sich auch nicht automatisch eingetragen, so wie es zum Beispiel bei Skyrim oder so war, was halt quasi nur über Steam oder so läuft. Kann sein, dass es an dem Vorbestellen liegt, oder... Ich weiß nicht, das ist ja bei Steam schon da. Ja, das Reden war wieder nur mit Patty. Mann, musste sich immer in diese... Wie heißt denn das? Diese Zone zum Erkennen der Sachen oder so. Dass man die aufheben kann oder mit den Quatschen und interagieren. Musste sich da immer reinstellen. Guck mal, da Zunderschwämme. Na komm, dann gehen wir mal später lang. Wir gehen jetzt in den Tempel. Oder ziehen zumindest am Hebel. Hat der eigentlich keine natürliche Regeneration? Das kann doch nicht sein. Inventar. Ausrüstung. Benutzbares. Hier. Das muss man alles noch hier. Proviant. Blutregeneration. Muss man noch braten. Kann man sich Proviant herstellen. Hier, und Rum heilt sofort, ne? Genau. Hau dir mal Proviant rein, das reicht aber noch nicht. So, jetzt. Kann nur sein, dass es erst irgendwie sich mit Steam verbindet oder sich verbinden lässt, wobei ich dann nicht weiß, wie ich das machen soll. Aha. Diese Ruinen bergen viele Geheimnisse. Wenn es bei Steam dann auch verfügbar ist, weil da ist es im Moment zum Zeit der Aufnahme ja noch im Vorbestellungsprozess und wird erst übermorgen oder so freigeschaltet. Ein sehr altes Buch. Der Donner grollte durch das Tal und die Erde bebte, als ich mich dem großen Tor des alten Tempels näherte. Allein meine Feuerfaust gab mir ein wenig Sicherheit gegen die wilden Tiere des Dschungels. Wenn das ein Magier geschrieben hat, ist er bestimmt schon lange nicht mehr hier. Ein Magier, so. Sehr interessant. Kenn ich schon. Alles klar. Das heißt, falls, und davon gehe ich einfach mal stark aus, einer von euch, die hier zuschauen, Risen 3 ebenfalls selber spielen sollte, oder sich vielleicht damit auskennt,
dann schreibt mir doch mal bitte, ob ich das jetzt noch irgendwie mit Steam verbinden kann oder ob es nicht möglich sein wird. Wenn es nicht möglich sein wird, ist es mir auch vollkommen wurscht. Es geht mir eigentlich nur um die Achievements und vielleicht, keine Ahnung, dass es angezeigt wird im Profil und so weiter. Aber es ist nur quasi Aktenverschönerung. Nichts Wichtiges. Truhe! Was haben wir denn hier drin? Mach mal auf hier. Gold und Kristallfackel. Verbrauchsgegenstand. Fähigkeit Kristallmagie. Beeinflusst Wirkungsdauer. Diese Schriftrolle erschafft magische Kristalle, die deine Umgebung erhellen. Also eine Fackel für Magier. Aha. Ja, nimm mit. Wird es verbraucht oder wird es einfach nur... Ich meine, Kristallmagie und Schriftrollenmagie gibt es hier auch noch? Einen Unterschied? Oder gab es einen Unterschied überhaupt mal? Ist es quasi so ein Zauberbuch, ein Zauberspruch, den man dann lernen kann? Oder ist es ein einmaliger Gegenstand? Das ist die Frage. Und da ich ja mit dem Pfad des Magiers ein bisschen liebäugele... Da kommen wir nicht drüber. Wir bräuchten eine Brücke oder so etwas. Sieh dich hier mal um. Hier müsste es irgendwas geben, was uns weiterhilft. Finde einen Weg über den Graben. Wie, ich komme nicht drüber. Natürlich komme ich da... Die Wurzeln und der Stamm des morschen Baumes geben eine prima Brücke ab. Wo soll ich denn bitte nicht drüber kommen? Da hoch oder wie? Kann man doch klettern? Also... Ja, klettern. Zieh dich hoch. Geht wahrscheinlich nicht. Nein, großartig. Magierpfad. Fände ich insofern interessant, da ich in Risen 1 ja Banditenpfad, Krieger und so weiter gemacht habe. Man kann doch hier einfach den Baum fällen, oder? Das wird aber eventuell hier ein bisschen anders sein. Ich weiß ja nicht, wie das von der Story quasi ist. Hä? Was soll ich denn hier machen? Na, ja, großartig. Komme ich auch wieder raus? Patty! Patty! Ich glaube... verdammt! Ich kann mich ja auch nicht ducken. Ich kann schleichen. Aber der passt da trotzdem nicht durch. Ich habe mich hier festgebackt. Ich kann ja auch nicht rausspringen. Rausrollen. Geht auch nicht. Ja, großartig. Was ich sagen wollte. Ich will einen etwas anderen Pfad machen, als den Standardpfad mit Schwert und Krieger dadurch. Ne? Bisschen drakensangmäßig, Magier. Vielleicht mal schauen, wie es von der Story alles zusammenhängt, wenn ich mich mit denen gar nicht identifizieren kann. Wie zum Beispiel mit der Kirche in Dragon Age Origins. Dann machen wir es vielleicht nicht. Aber laut der Packungsbeilage gibt es 3 Fraktionen. Also schauen wir mal. Patty. Später vielleicht. Nein, hilf mir. Also erstmal speichern, oder? Bevor ich hier irgendwas mache. Na, großartig. Wann hatte ich denn das letzte Mal gespeichert? Da würde ich mal ganz kurz nachschauen. Bei der Tastenbelegung. Hier, F9. Ist es den letzten Spielstand oder Schnellladen? Den Schnellspeicherspielstand laden wahrscheinlich. Also wenn ein Autospeicherspielstand zwischendrin noch war, dann wird er nicht geladen. Spielzeit 21 Minuten. Oh Gott, dann macht wohl jede Schnellspeicherung einen neuen Spielstand oder was? Um Gottes Willen. Auto 7 Minuten Spielzeit. Ja, dann lad den eben. Ja. Das ist ja grandios. Ach, kurz vor dem Hebel oder wie? Ja. Zieh. Aha. Diese Ruinen bergen viele Geheimnisse. Ein sehr alt. Der Dorf. Ja. Hier. Nimm mit. Und wir gehen weiter. Da schauen wir dann einfach mal, was wir da dann später noch machen können und was wir machen werden. So, wo muss ich denn jetzt hier bitte rüber? Ich sehe hier nichts. Da kommen wir nicht rüber. Wir bräuchten eine Brücke oder so etwas. Hier. Sieh dich hier mal um. Hier müsste es irgendwas geben, was uns weiterhilft. Du hast gesagt, dieser Baum soll ein schöner Pfad sein?
Die Wurzeln und der Stamm des morschen Baumes geben eine prima Brücke ab. Ja, dann lauf doch darüber. Ich weiß jetzt nicht, was sie von mir will. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas einsammeln? Ich soll da hoch. Oder? Die meint auch diesen Graben hier. Die Wurzeln des morschen Stammes. Man könnte natürlich einfach da hochklettern, aber nein, es wäre ja viel zu anstrengend und kompliziert. Gold, hurra. Erstmal die Eingeborenen und die Götter von denen verärgert. Großartig. Nee, hier kann man nichts machen. Hier, prima Brücke. Dann kletter doch da hoch. Hier, interagieren, nein. Was? Morscher Baum. Hier, da hinten muss ich mit interagieren. Oder was? Umwerfen. Den Baum einfach kurz... Klar. Natürlich. Das ist doch, Na, Schätzchen. Später vielleicht. Na, hast du gerade gesehen, wie ich den Baum umgeworfen habe? Das ist ja an... oh Gott. Kaum zu überbieten. Gut gemacht. Großartig. Lass uns weitergehen, Brüderchen. Ich freue mich und nenne mich bitte nicht Brüderchen. Versteckte Täler sind genau mein Ding. Das verunsichert mich in unserer Beziehung, Patty. Das finde ich leicht verstörend. Ein Schädel. Klar, warum auch nicht. Hier, ein Messer. Klar, warum auch nicht. Wir hatten doch mal diesen Krabbenstecher da gefunden. Ich kann doch hier mit E und R oder so, oder Q? Kann ich hier nicht irgendwie durchwechseln? Tab. Wenn ich jetzt auf Ausrüstung will, da kann ich doch... W? Ach, hier. Benutzbare Zaubersprüche kannst du nur mit den Schnelltasten auslösen. Verbrauchsgegenstand. Ich wollte eigentlich schauen. Hier, der Krabbenstecher, der ist wesentlich schlechter. Ich finde es immer noch komisch, dass man am Anfang so eine krasse Waffe hat und dann noch so schlechte findet. Das ist irgendwie... Ja, da muss doch noch irgendwas passieren. Verdammt. Da war er doch schon wieder, oder? Mhm. Er sieht fast aus wie... Wie der Geist aus deinem Albtraum. Seht ihr diese komischen schwarzen Flecken da? Das verwandelt sich gleich in einen Gorilla. Oh Gott, ein Gorilla? Ich kann doch gegen keinen Gorilla. Ich habe einen Alligator und so einen Fleischfresser besiegt, da werde ich einen Gorilla auch noch... Ruin. Hier hat vor langer Zeit jemand gelebt. Und hier wird gleich jemand nicht mehr leben, wie es aussieht. Pass auf. Ausweichen. Einfach hier immer draufballern. Boah. Niemand legt sich mit mir an. Danke, Patty. Das war ziemlich knapp. Hier, sehr günstige Position. Sag mir nicht, ich kann... Ich habe keine Tierkunde oder sowas. Ich kann den nicht weiter looten. Na toll, egal. War doch gerade irgendwie... Boah, jetzt muss ich hier mehrmals alles absuchen, weil ich es ja eben schlecht erkenne. Vorhin konnte ich den Schädel mitnehmen, jetzt... Egal. Komm, Patty, wir gehen weiter. Wir... Noch mehr Affen. Was ist hier für ein Affenstall? Wir schauen uns hier ein bisschen um. Eine Goldpfanne und eine Voodoo-Puppe. Papageienflug? Was? Papageienflug. Ach, gibt's hier auch wieder Voodoo wie in Risen 2? Als Waffe oder wie? Nee. Voodoo-Puppe, Papageienflug? Muss ich das verstehen? Die Pistole... ist schlechter als unsere. Papageienflug. Verwandelt dich in einen Papageien. Ja, warum auch nicht? Na gut. Und dann neigen wir uns schon wieder dem Ende der Folge zu. Das ist ja schlimm. Jetzt habe ich mich so langsam an die Krallenaffen gewöhnt. Und an die halbe Stunde Folgen auch.
Wobei ich mir schon langsam vorkomme wie eine gewisse Persönlichkeit mit ihren Amalur und Starbound Let's Plays. Was die Folgenlänge angeht. Na, die werfen mit Steinen und vielleicht anderen Dingen. Und Paddy erledigt ihn. Sehr gut. Was? Ich dachte, der ist tot. Warte, lass dir helfen, Schnucki. Heute sind hier nur noch Affen. Danke für das Kompliment. Ich gehe mal lieber, niemand mag mich. Und zwar gehe ich, wenn du mich vorbeilässt, in das Ende der Folge. Und werde nun... Oh, wie viele Äpfel sind denn da drin? 3. Na gut, immerhin. Werde die beiden Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe, Priestermaske, Fernrohr, Meißel, Messer... Kann man das alles noch irgendwie benutzen? Oder gebrauchen? Rechte Hand, linke Hand, Kopf. Ich habe eine Priestermaske gefunden. Warum kann ich das nicht anlegen? Muss ich das verkaufen alles? Benutzbares. Nö, Plunder. Zutat für magische Gegenstände. Schädel, Fernrohr. Die Linse hat einen kleinen Sprung. Truhenschlüssel. Der Schlüssel zu bleiben in Ruhe. Meißel. Aha. Priestermaske. Ritualmaske eines Priesters. Aha. Ja, wunderbar. Werde nun die beiden Folgen schneiden, rendern, exportieren, hochladen, Folgenbeschreibung, weiß ich nicht, muss man schauen, wann die Folge überhaupt oben ist, dann mache ich die Folgenbeschreibung und so vielleicht dann etwas später, je nachdem, ob ich es über Nacht hochlade und dann gleich auf öffentlich schalte oder so, oder schalten lasse mit diesem tollen Programm. Das werdet ihr dann noch sehen, ihr habt die Folge dann ja sowieso schon, von dem her ist es für euch ja eigentlich wurscht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Zum Beispiel einen leckeren Fleischkäse oder eine Wurst oder einfach nur Käse. Oder vielleicht was Vegetarisches oder Veganes. Staub zum Beispiel soll ganz lecker schmecken. In diesem Sinne, ja. Bis dann.